So, guten Morgen. Das ist Tag Nummer 3 von meiner Campingfahrradtour. Heute früh hat es ein wenig geregnet. Ich trinke jetzt einen Kaffee und dann packe ich mal Zeug zusammen und es geht los. Bis dann. Ich bin wieder unterwegs, Punkt 9 Uhr habe ich den Campingplatz verlassen. Mein Ziel ist heute ein Campingplatz, ungefähr 70 Kilometer oder genau 68,1 Kilometer entfernt von hier, bei Bad Kissingen. Und jetzt fahren wir los. Ja, wir fahren da jetzt an der Saale wieder entlang. Aber ich zeige es euch gleich mal. In 130 Metern an der Kreuzung leicht rechts abbiegen auf Großheimstadt. Und so sieht sie aus, die fränkische Saale in Kleineibstadt. The long wait is now over to restore another order going on. So. Und jetzt nach 10 Kilometern gibt es endlich ein Frühstück. Ich habe da eine super Bäckerei gefunden. Da war ein richtig schöner Kaffee und ein Brötle mit Eier. Und dann geht's weiter. Aber erst wird gegessen. Ready for the showdown. So place about to blow, blow, blow. So place will go down. It's a positive blow explosion. Hier 17,5 Kilometer entfernt von meinem Campingplatz ist dieser schöne Rastplatz mit der schönen Hütte, in der man auch übernachtet hätte können. Es gibt sogar Trinkwasser da. Ja, bei sowas kann man dann abends ganz ohne Stress weiterfahren und einchecken, wenn man will. Okay, ja, jetzt geht's weiter auf dem fränkischen Saaletal-Radweg Richtung Bad Neustadt an der Saale. Ich komme nicht voran, denn da ist schon wieder das nächste Highlight, das ich euch unbedingt zeigen muss. Der Sauerbrunnen. Also wie es ausschaut, handelt es sich da um ein salzhaltiges Trinkwasser. Das probieren wir doch gleich mal. Nicht so gut. Die Tür liegt vor dir in 190 Metern. Wir sind in Bad Neustadt an der Saale in der Altstadt. Und da schau jetzt mal, wie ein Eis kriegt. Folge dem Weg 90 Meter. So, und es ist soweit. Es ist der erste Regen heute während meiner Tour. Ja, ich warte jetzt ein paar Minuten ab und wenn es nicht aufhört, muss ich meine Regenklamotten anziehen. Aber es schaut eigentlich ganz schön hell aus.
Aber den Fluss abwärts geht es immer nur bergab. Der liegt falsch. Boah. Und wir sind hier oben. Ja, wer so ein Rad liebt, der schiebt. Das sind schon wieder 14% Steigung. Ja, wir sind immer noch in der Rhön. Es geht nicht lang bergauf. Es ist easy, alles easy. Aber 8% Steigung, das können wir wieder fahren. Aber wenn mich die E-Bikes überholen, es ist trotzdem schön. Und wieder sind wir den nächsten Berg oben und haben eine schöne Aussicht auf keine Ahnung was. Ja, das ist der ideale Platz im Schatten, den brauche ich jetzt. Ich schwitze wie eine Sau. Also der Saale-Radweg liegt eigentlich da unten. Aber da ist gesperrt wegen Hochwasser und deswegen muss ich jetzt da extra Höhenmeter machen, wo nicht eingeplant waren. Aber es passt schon. So Leute, wenn man anfangen, es kommt, wie es kommen muss. Ich bin jetzt mitten im Sturm und ich ziehe meine Regenklamotten an und euch packe ich weg, bevor ihr nass werdet. Bis dann. Ein Stückchen bin ich noch weitergefahren, aber ich bleib da mal stehen und warte ein wenig ab, vielleicht wird es ja besser. Ich bin in einem Friedhof. Ja, wie ihr seht, ich bin weitergefahren. Ich habe jetzt noch mal Regenklamotten an und jetzt ist wieder strahlender Sonnenschein. Also, muss meine Klamotten ausziehen, dann geht's weiter. Und wieder schönstes Wetter. Jawohl. Ich habe es geschafft, ich bin am Campingplatz, nachdem ich mich, keine Ahnung, wie viele Meter da hochgekämpft habe. Und das ist mir gerade gesagt worden, nicht für heute Nacht, es ist eine Privatveranstaltung, also da kriege ich keinen Platz. Jetzt muss ich halt weiter, im Notfall schlafe ich irgendwo. Aber jetzt zeige ich euch mal, wo ich jetzt raufgefahren bin, ganz umsonst. Ja, macht Spaß und hält fit. War wohl umsonst der Weg. Jawohl. Da bin ich rauf, ja. Und noch viel weiter. Es geht noch weiter runter, ja. Ich bin einige Höhenmeter da raufgefahren mit meinem Gepäck. Und es ist ja überhaupt nicht steil. Na, was man denn alles weg. Halbe Stunde habe ich nicht mehr raufgefahren. Ruckzuck bin ich aber wieder unten. Weil der Laufwerk, der darf an, oder? So, wir haben 6:45 und ich habe es geschafft. Ich bin am Campingplatz, habe mein Zelt aufgebaut.
An den Campingplatz hätte ich eher abgefahren, weil ich, wie ihr seht, da bin ich jetzt. Und vorhin bin ich da den ganzen Berg hochgefahren und dann wieder runtergerast. Und da war Campingplatz. Cool, ne? Ach so, ja, das war der Tag 3 und morgen geht's weiter mit Tag 4. Gute Nacht.